Hochzeiten im Haus Windsor verändern die britische Monarchie seit Jahrhunderten. Jede neue Braut bringt frischen Wind. Dass Meghan Markle von den Royals akzeptiert wurde, ist enorm. Doch das Märchen wird nicht lange währen. Es ist ein großer Schritt von der mittelmäßigen Hollywood-Berühmtheit zur Gattin eines Prinzen. Möglicherweise ist das mehr Ruhm, als man verträgt. 18 Monate nach der Traumhochzeit brechen Harry und Meghan mit der Monarchie und fliehen nach Kanada. Die bürgerliche Amerikanerin findet sich im Königshaus nicht zurecht. Ein Blick in die Geschichte der Windsor-Frauen hätte sie warnen können. Alle eint eine Erfahrung. Der Weg einer Prinzessin zum Altar ist niemals leicht. Es wartet ein Leben im goldenen Käfig. Immer einen Polizisten im Schlepptau. Das ist wirklich seltsam. Sie müssen sich einfügen in die berühmteste Familie der Welt. Es gibt Gewohnheiten und Gesetze, die nur die Familie kennt. Die Braut muss lernen, was Etikette und Protokoll von ihr erwarten. Mädchen träumen davon, eine Prinzessin zu sein. Sie sollten eher weglaufen. Windsor, 19. Mai 2018. Congratulations from all of us. Meghan Markle läuft nicht davon. Sie sagt Ja zu ihrem Prinzen Harry und Ja zu einer neuen Rolle in der königlichen Familie. Eine geschiedene Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln. Nur eine Generation zuvor wäre sie als Braut nicht akzeptiert worden. Sie ist ehrgeizig, sie ist sehr klug. Sie ist Lichtjahre von einer schüchternen Windsor-Braut entfernt. Die Bräute der Prinzen verändern die Royal Family und geben ihr ein neues Gesicht. Jede königliche Braut muss die Erwartungen einer ganzen Nation erfüllen. Mit Lady Diana Spencer beginnt die Zeit der modernen Monarchie. Von der Kindergärtnerin zur Prinzessin der Herzen. Tatsächlich ist sie ein traditionelles Mädchen mit passender Herkunft. Auf dem Papier war Diana perfekt. Sie war adelig, Mitglied der anglikanischen Kirche. Sie war Jungfrau. In jener Zeit war das alles sehr wichtig. Sie hatte eine sehr blaublütige Abstammung. Die Spencers sind eine der herausragenden britischen Familien. Lady Diana wuchs in Park House auf, praktisch in der Nachbarschaft zur Queen, die sie Tante Lilibet nannte. Sie fand mit ihr die letzte Jungfrau Englands. Jeder glaubte, im Interesse des Hauses zu handeln. Aber heute weiß man, das Ganze war von vornherein ein Fehler. Charles tappte in die eigene Falle. 30 sei gut zum Heiraten, hatte er gesagt. Er war im Stress. Als Thronfolger musste er Nachkommen zeugen. Charles' erste Liebe ist die bürgerliche Camilla Shand, damals keine passende Braut. Charles stellte sie seinem Mentor Lord Mountbatten vor. Der sagte zu ihm, amüsiere dich mit dem Mädchen, aber nicht mehr. Die Frau, die du heiratest, muss Jungfrau und adelig sein. Und dieses Mädchen ist nichts von beidem. 1980 beschließt Charles, sich zu beugen. Als er Diana kennenlernt, scheint alles zu passen.
Wie war Ihr erstes Treffen? Was dachten Sie über Lady Diana? Ich erinnere mich, dass sie eine sehr lustige und attraktive 16-Jährige war. Ich meine, quirlig und lebenslustig und ich weiß nicht. Was dachtest du von mir? Fantastisch. Ich denke, sie hatte Liebesromane im Kopf. Wahrscheinlich hatte sie die Idee von einer glücklichen Familie. Während ihrer Verlobungszeit sprach Diana Charles mit Sir an, sehr altmodisch. Man kann sich absolut nicht vorstellen, dass Meghan zu Harry Sir sagt. Charles und Diana haben sich nur selten getroffen. Ihre Beziehung hatte nie eine wirkliche Chance. Sie war ein schwerer Fehler. Traditionell bekommt der zweitgeborene Sohn des Königshauses größere Freiheiten bei der Partnerwahl. Charles' jüngerer Bruder Andrew darf erstmal auf die Pirsch gehen. In den frühen 80ern trifft er sich mit einer amerikanischen Schauspielerin, Koo Stark. Sie spielte in einem sehr, sehr seichten Film mit, in dem Kleider ihr lästiges Beiwerk waren. Die Presse empört sich über eine derart moderne königliche Beziehung. Nach 18 Monaten haben beide genug und trennen sich. Andrew entscheidet sich schließlich für Sarah Ferguson. Obwohl nicht von hohem Adel wie Diana, stammt Fergie doch aus einer angesehenen Familie mit engen königlichen Beziehungen. Einst suchte der Buckingham Palast die Prinzgemahlinnen in fernen europäischen Dynastien. Heute sehen sich die Prinzen in der gehobenen Mittelschicht um. Alle fanden Fergie aufregend. Die Medien, wie auch die königliche Familie. König Konstantin von Griechenland sagte zu mir, sie werden Sarah lieben. Mit ihr kann man Spaß haben. Und sie war lustig. Manchmal ein bisschen zu sehr. Darf ich fragen, wie er um sie angehalten hat? Klar. Aber ich sag's Ihnen nicht. Die erste königliche Braut, die keine deutsche Prinzessin ist, sondern aus der britischen Oberschicht stammt, ist die Mutter der heutigen Queen. Elizabeth Bowes Lyon, die spätere Queen Mum, frischt die Monarchie mit britischem Blut auf. Während des Ersten Weltkrieges steht George V. vor einem Problem. Die königliche Familie blickt auf deutsche Wurzeln zurück. Die Frauen kamen aus europäischem Adel, nicht sehr britisch. George V. wollte die Monarchie neu erfinden. Und das tat er erstaunlich schnell. 1917 legt die königliche Familie den Namen Sachsen-Coburg und Gotha ab und nennt sich Windsor, wie ihr Schloss. Das ist die Erfindung des Hauses Windsor. Das war ein bisschen Shakespeare. Klang nach Wäldern, frischer Luft und Romantik. Perfekt. Doch nun brauchen die Windsors dringend ein britisches Mädchen. George V. und Queen Mary möchten für ihre beiden Ältesten passende, adelige Bräute. Der spätere Edward VIII. Verweigert sich diesem Ansinnen. Doch der zweite Sohn, Albert, Vater der heutigen Queen, trifft eine adelige Schottin, Lady Elizabeth. Als Albert sie sah, wollte er sie heiraten. Sie hatte unglaublich viele Verehrer. Einige schworen ihr ewige Liebe. Albert ist nicht sehr attraktiv. Er ist schüchtern und er stottert. Sie weist ihn mindestens zweimal ab. Sie war sich ganz sicher, wenn sie ins Königshaus einheiratet, kann sie nie wieder sprechen, handeln und denken, wie sie will. So sah sie das.
Ganz anders als Königin Mary, die sogar bei privaten Abendessen im vollen Ornat erschien. Albert verliebte sich in Elizabeth und er dachte, sie ist sein Mädchen. Obwohl sie ihn zweimal abwies, war er ihr verfallen. Und dann schafft er es. Am 26. April 1923 heiratet Albert seine britische Adelige. Er krönt sie zur Königin und Elizabeth nimmt das Heft in die Hand. Sie prägt die ganze Dynastie. In ihrem Innern verbarg sie etwas Unangenehmes. Sie war zäh, wie ein Samthandschuh mit einem stählernen Kern. Elizabeth setzt sich durch, auch wenn sie keine geborene Prinzessin ist. Mit den Jahren schwinden die Standesdünkel. Aber bis zu Meghan Markle ist es ein weiter Weg. Vor ihrer Hochzeit mit Harry gibt es viele Kommentare. Manche sehen es als Problem, wenn zu viel Bürgerliches im Königshaus einzieht. Was unterscheidet dann die Royals noch vom Rest der Menschheit? William und Harry wollen über ihr Leben selbst entscheiden und machen ihre Gefühle zum Maßstab. Es kümmert sie wenig, was man von ihnen oder der Partnerin erwartet. Die Tradition ist ihnen egal. Moderne Thronfolger wollen ein normales Leben führen. Prinz William besucht eine öffentliche Universität. Als William auf die Universität nach St. Andrews ging, wurde er von Verehrerinnen bestürmt. Viele wollten eine Chance auf ihr persönliches Märchen. Eines Tages seine Prinzessin sein. Bald ist Kate seine Favoritin. Es dauerte 4 Jahre, bis die Presse überhaupt realisierte, dass William und Kate miteinander gingen. So konnte Kate ins königliche Leben hineinschnuppern. Erinnern Sie sich an die Schlagzeile Waity Katie? Sie wartete und überlegte. Und am Ende sagte sie, ja, wie andere Mädchen auch. Das ist ein Bruch mit dem Klassensystem, wenn der Thronfolger eine Bürgerliche heiratet. Eine Middleton aus Mittelengland. Alle Bräute der Windsors sind beim Volk beliebt. Aber als Edward VIII. Eine geschiedene Amerikanerin heiraten will, zerstört das beinahe die Monarchie. 1936 dankt er ab, will ohne die Frau, die er liebt, nicht regieren. Es ist mir unmöglich, meine Pflichten als König zu erfüllen, ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau, die ich liebe. Die beiden lernen sich kennen, als er noch Thronfolger ist. Wallace stand für eine böse Zukunft. Wenn sie ihn haben konnte, wo sollte das alles enden? Die britischen Frauen waren wirklich besorgt. Scheidung bedeutete, dass man ausgetauscht werden kann. Die britische Presse wollte über den Skandal nicht berichten, weil man König und Königin nicht verärgern wollte. Edward hat oft Affären mit verheirateten Frauen. Er schrieb Liebesbriefe, schenkte jeder einen Hund und das gleiche Armband. Wallace dachte nur, ich werde es genießen, solange ich will. Und dann ziehe ich weiter. Tatsächlich hatte Edwards Verlangen nach Wallace etwas Krankhaftes. Er war fast besessen von ihr. Er konnte gar nicht ohne sie auskommen. Im Sommer 1936 bereisen Wallace und Edward die Küste Dalmatiens, als sie von Paparazzi entdeckt werden. Es gab dieses eine weltberühmte Foto. Wallace Hunt auf dem Arm des Königs. Danach hält sich die britische Presse nicht mehr zurück. Wallace war völlig geschockt. Plötzlich wurde ihr bewusst, wie verhasst sie war. Deshalb wollte sie alles abblasen. Sie sagte, das ist eine Katastrophe, es muss aufhören. Und Edward antwortete, wenn du versuchst, das zu beenden, schneide ich mir die Kehle durch.
Wallis Simpson konnte nicht anders. Sie musste ihn heiraten. Und so muss Edward abtreten. Sein unvorbereiteter Bruder und dessen Frau Elizabeth rücken nach. 80 Jahre später scheint eine geschiedene Amerikanerin kein Problem mehr zu sein. Im 20. Jahrhundert ist der Umgang mit Scheidungen lockerer. Da macht die Monarchie keine Ausnahme. In dieser Familie sind viele geschieden. Und jetzt wird sogar eine Geschiedene mit afroamerikanischen Wurzeln im Schoß der Royal Family aufgenommen. Ein großer Fortschritt. Wie also wird es der nächsten Amerikanerin ergehen? Was kann sie aus der Geschichte lernen? Mädchen träumen davon, eine Prinzessin zu sein. Sie sollten eher weglaufen. Doch Meghan stellt sich der Herausforderung. Scheint zunächst alles richtig zu machen. Sie gibt sich lernwillig und bescheiden. Sie hatte alles. Sie ist schön, sie ist erfolgreich, sie hat eine interessante Karriere, sie hat ihr eigenes Ding gemacht. Sie muss alles aufgeben, um Harrys Prinzessin zu werden. Es ist ein großer Schritt von der mittelmäßigen Hollywood-Berühmtheit zur Gattin eines Prinzen. Möglicherweise ist das mehr Ruhm, als man verträgt. Die Presse hebt Meghan in den Himmel. Aber schaut man zurück, kann das sehr schnell umschlagen. Diana wurde von der Presse in die Mangel genommen, sobald sie sich mit Charles traf. Ist es wahrscheinlich, dass sie in naher Zukunft heiraten? Können Sie mir das sagen? Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Diana war nicht darauf vorbereitet, dass ihr ständig eine Meute von Fotografen folgte. Sie litt darunter und erzählte mir, sie weine oft heimlich wegen dieser extremen Aufdringlichkeit. Wie gut kommen Sie mit der Presse klar? Sie sehen es doch selbst. Halten Sie dem Stand? Wir müssen für Sie eine ziemliche Belastung sein. Ja, das ist es. Heute ist die Königsfamilie erst recht freiwillig. Es gibt 1 Million Leute mit Smartphones, die Videos und Fotos in den sozialen Medien posten. Es ist ein Missverständnis zu glauben, nur weil ich in der Unterhaltungsindustrie gearbeitet habe, wäre ich daran gewöhnt. Ich war nie im Fokus der Boulevardpresse und ich hatte keine Ahnung davon, wie das ist. Monarchie ist eine erhöhte Form der Berühmtheit. Das private Leben wird entblößt, unter dem Vorwand, das sei relevant. Als Teil der modernen Monarchie wird Meghan versuchen, ihr öffentliches Image sorgfältig zu kontrollieren. Doch es gibt keine Strategie gegen Fehltritte der eigenen Familie. Meghans Geschwister und ihr Vater plaudern gern öffentlich über Intimes. Eine königliche Braut kann nichts verbergen. Die ganze Familie wird auseinandergenommen. Für die Middletons war das hart. Kates Onkel schlug in betrunkenem Zustand seine Frau. Sie suchen immer nach dem Negativen. Sophie Rice-Jones war eine erfolgreiche PR-Frau, bevor sie sich mit Prinz Edward verlobte. Sie glaubte deshalb bestens vorbereitet zu sein. Sophie unterschätzt die britische Boulevardpresse. Vor der Hochzeit erschienen oben ohne Bilder. Bei Meghan gingen die Medien anfangs subtiler, aber ähnlich beleidigend vor.
Die Presse ließ sich darüber aus, dass sie exotisch, nicht die übliche Blondine sei. Und ich dachte, ihre Art zu sagen, dass sie eine schwarze Frau ist. Diese hinterhältigen Anspielungen, das ist Rassismus und überschreitet eine Grenze. Üblicherweise pflegen die Windsors vornehme Zurückhaltung. Aber Harry gibt nichts auf die Gepflogenheiten der Vergangenheit. Er verteidigt seine Freundin öffentlich, klagt die Presse an und droht sogar mit rechtlichen Schritten. Harry hat deutlich gemacht, wie wichtig Meghan für ihn ist. Er will sie schützen und sagt, wenn man sich mit ihr anlegt, dann zieht er die Konsequenzen. Ich habe das unpassende Wort exotisch verwendet. Für mich ist das ein wunderbarer Kontrast zu seiner eigenen familiären Herkunft. Aber das kam nicht gut an und ich entschuldige mich hiermit bei Harry. Normale, anständige Leute dachten sicher, Harry weiß, wie man sich für sein Mädchen einsetzt. Als am 17. November 2017 die Verlobung bekannt wird, ist Meghan Markle bereits im Kensington-Palast eingezogen. Die Braut ist sicherer hinter den streng bewachten Palastmauern. So manche Prinzessin, die hier lebte, hat das als Gefängnis empfunden. Sobald sie verlobt sind, wird ihr Leben vom System kontrolliert. Sie können nicht mehr rausgehen und ihr eigenes Ding machen. Diana spürt bald, welchen Preis sie zahlt. Diana teilte eine Wohnung in Fulham mit drei anderen Mädchen. Mit der Ruhe dort ist es schnell vorbei. Die Presse will wissen, wie die Verlobung in der WG gefeiert wurde. Es war ganz schön chaotisch. Es war eine fröhliche Mädels-WG. Plötzlich wurde Diana da rausgerissen und in den Buckingham-Palast gesteckt. Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Sie fühlte sich komplett isoliert von allem, was sie kannte und liebte. Die Touristen stehen davor und lugen zwischen den Gitterstäben durch und stellen sich wer weiß was vor. Löwen, Tiger, Hofnarren. Die gibt's aber nicht. Und ab 17.30 Uhr ist man dort allein. Kaum verlobt, reist Charles zu einem offiziellen Termin nach Australien. Prinz Charles kommt Verpflichtungen aus seiner Zeit vor der Verlobung nach. Und Diana muss ihre Gefühle verbergen. Und zurückkehren zu ihrem einsamen Leben im Buckingham Palast. Sie bekochte ihre Diener oder hörte Musik. Sie nahm Ballettunterricht, weil sie sich so einsam fühlte. Und sie hatte den Verdacht, dass Charles seine Beziehung zu Camilla Parker Bowles fortsetzte. Sie fühlte sich wie ein Lamm auf der Schlachtbank. Das hatte nichts mit einem glamourösen Leben zu tun. Ihre Freunde bemerkten, dass sie sich veränderte. Sie verlor Gewicht, entwickelte eine Essstörung. Ihre psychischen Probleme waren offensichtlich. Sie hatte sich das anders vorgestellt. Und nun war sie mit der Realität konfrontiert. Ein Leben unter ständiger Beobachtung und immer überwacht. Meghan wird für den Rest ihres Lebens einen Polizisten immer in ihrer Nähe haben. Bis sie stirbt, wird ein Sicherheitsbeamter in Rufweite sein. Daran kann man sich eigentlich nicht gewöhnen. Scotland Yard ist verpflichtet, sie zu beschützen. Da gibt es kein Entrinnen. Meghan Markle wird jetzt nicht mehr spontan zum Friseur gehen oder mit den Mädels auf einen Drink. Auch das Verhältnis zur Öffentlichkeit ändert sich. Heiratet man einen Windsor. Es gibt immer häufiger diese Leute, die wir Stalker nennen. Sie heften sich an die Fersen der Royals.
Jackie Davis ist Personenschützerin. Seit 25 Jahren begleitet sie Royals. Das ist Megans erster Auftritt mit Harry. Da sind immer Fanatiker. Sie ist neu, alle wollen sie sehen, wollen sie anfassen. Die Sicherheitsbeamten sind sehr nah an ihr dran. Sie geben ihr Anweisungen, sie schleusen sie dadurch. Keine Autogramme und keine Selfies. Das wollen die Royals nicht. Wir können keine Selfies machen, sorry. Das dauert 6 Monate. Dann kennt sie sich aus. Sie hat das beste Security-Team der Welt. Die Sicherheitsleute haben nur wenige Sekunden, um auf eine Bedrohung zu reagieren. Ein Mann stürzte nach vorn. Bodyguards warfen sich zwischen ihn und die Prinzessin, die von dem Vorfall unberührt schien. Was Sie für einen alltäglichen Rundgang halten, ist die ideale Gelegenheit für einen Stalker. Jeder Tag ist ein gefährlicher Tag. Mit der Gefahr zu leben, ist nur der Anfang der Reise für eine Windsor-Braut. Als nächstes muss sie lernen, wie man sich in das Familienunternehmen einfügt. Sie sind wirklich starke Persönlichkeiten, sagen ihre Meinung, ziemlich unverblümt. In den Staaten wächst man mit einem anderen Bild der königlichen Familie auf. Jetzt verstehe ich sehr gut, dass es ein öffentliches Interesse gibt. Ich wusste nicht viel über Harry. Amerikanerinnen tun sich oft schwer, wenn sie in die britische Oberschicht einheiraten. Für mich war er Luke, mein englischer Boyfriend, das war's. Julie Montague wächst in einer Kleinstadt in Illinois auf. Sie kommt nach London und verliebt sich in einen Viscount. Ich sah auf seiner Kreditkarte den Namen Viscount Hinchingbrook. Aber ich dachte, Viscount, klar, klingt exakt wie Discount. Er hätte nicht gedacht, dass ich so naiv bin. Bei diesen Lord and Ladies Dinners haben einige Leute nicht mal mit mir gesprochen, weil ich die ungehobelte Amerikanerin bin. Eines meiner ersten großen Events war ein sehr formales Dinner. Und ich erinnere mich, dass ich über den Tisch nach der Weinflasche griff. Mein Glas war leer. Und ich goss mir eben selbst nach. Aber wissen Sie, das tut man nicht. In Amerika ist das gar kein Problem. Wenn man durstig ist, nimmt man einfach die Flasche und füllt sein Glas. Wer ist Oberschicht, wer Mittelschicht, was ist Porsche? Das allein ist eine schwierige Lektion. Früher stammten die Bräute der Windsors oft aus dem Adel und waren besser auf das Leben am Hof vorbereitet. Die Mutter der heutigen Königin, Queen Mom, war als Aristokratin mit der Etikette von klein auf vertraut. Sie wusste, wie man Teepartys ausrichtet. Es war für sie selbstverständlich. Auch Prinzessin Diana kam aus ähnlichen Verhältnissen, achtete aber weniger aufs Protokoll. Diana hatte ihre eigene Art. Sie war sehr bodenständig. Kate Middleton wusste sich aufgrund ihrer bürgerlichen Erziehung zu benehmen. Kate besucht zwar ein vornehmes und teures Internat. Dennoch ist sie nicht auf den kalten Snobismus vorbereitet, der sie als Freundin von Prinz William in royalen Kreisen erwartet. Ihre Eltern sind Geschäftsleute, haben ein Unternehmen für Party-Accessoires. Doch Geld ist nicht alles, was zählt. Kates Eltern haben sich hochgearbeitet. Ihre Mutter und ihr Onkel haben es aus der Arbeiterklasse zu Multimillionären gebracht. Aber natürlich begegnete man ihnen in aristokratischen Kreisen sehr herablassend. Man hielt ihre Familie für Aufsteiger und tratschte über ihre Mutter, die als Stewardess für British Airways gearbeitet hatte.
Meghan wird nie wieder sagen dürfen, geh auf die Toilette oder willst du mich verarschen? Und auch das amerikanische Pardon darf sie nicht sagen. Das heißt hier sorry. Ich habe ein wenig Mitleid mit Meghan, weil es schon schwierig ist. Wie hält man die Teetasse richtig? Gibt man die Milch vorher oder nachher hinein? Wenn sie so etwas falsch macht, wird es Schlagzeilen geben. Eine große Tee-Debatte. Die Liebe zur britischen Landschaft und zum traditionellen Sport ist eine Pflicht, auch für königliche Bräute. Die Windsors waren schon immer auf dem Land zu Hause. Die Queen verbringt den halben Sommer in den schottischen Highlands. Balmoral ist ein Ort, an dem sich die Royals frei von neugierigen Blicken und der Presse wirklich entspannt fühlen können. Das Leben ist völlig anders als im Buckingham Palace und das lieben sie wirklich. Wie ihre Mutter liebt die Queen das Landleben. Mit über 90 ist sie zu Pferd unterwegs. Auch Kate genießt das Leben in den Highlands. Aber nicht alle königlichen Frauen lieben den Aufenthalt im schottischen Schloss. Balmoral ist wie ein Test. Es gibt Traditionen und Vorschriften, die außer der Familie niemand kennt. Balmoral ist ein schrecklicher Ort, ein Überbleibsel aus der viktorianischen Zeit. Die royalen Damen haben sich gegen all die Dinge aufgelehnt, die Balmoral symbolisieren. Als Wallis Simpson nach Balmoral kam, sagte sie, diese Schottenkaros müssen verschwinden. Sie wollte sich nicht anpassen. Auch Diana durchläuft den Balmoral-Test. Sie schien es zu lieben. Alle seine Freunde fanden es wunderbar, wie gut sie da hineinpasste. Nach der Hochzeit wurde klar, dass Diana Balmoral gar nicht mochte. Sie mochte weder die Pirsch im strömenden Regen, noch Gummistiefel und schon gar keine Picknicks mit lästigen Mücken. Ich denke, die Royals mögen diese Landschaft, weil sie sehr, sehr alt und beständig ist. Ähnlich wie die Monarchie, die auch eine altmodische Institution ist. Wenn die Queen nicht die Königin wäre, würde sie am liebsten all die Dinge des herrschaftlichen Landlebens genießen. Pferde, Rennen, all das eben. Die Jagd ist Teil des königlichen Lebens, wie für viele Leute, die auf dem Land leben. Sophie kennt sich mit Waffen aus. Und Kate hat auch schießen gelernt. Harry zählt zu den besten Schützen des Landes. Aber als Meghan Schloss Sandringham besucht, hält er sich zurück. Er scheint nicht, wie erwartet, zum traditionellen Weihnachtsschießen. Möglicherweise dachte er sich, sie fände das politisch nicht korrekt, weil sie ja aus einer anderen Kultur stammt, aus Kalifornien. Töten um des Tötenwillens, das mag für viele Leute fragwürdig sein. Schießen ist so langweilig, wenn man die Waffe nicht selbst in der Hand hält. Man schaut frierend zu, während sie unschuldige Vögel wegpusten. Die Royals lieben das Landleben. Seit Jahrhunderten. Schon viermal war Prinzessin Anne hier zur Jagd, ebenso wie Prinz Charles. Und zweifellos wird auch das erste Enkelkind der Königin hier reiten. Das ist ein Statussymbol. Du bist der auf dem hohen Ross. Der Bauer ist Fußvolk. Wenn man ein Pferd beherrscht, gilt man als Autoritätsperson. In dieser Welt ist die Frage nach der Abstammung wichtig. Der Vater war dieser oder jener Hengst, die Mutter diese oder jene Stute. Und genauso läuft es in der Monarchie.
Reiterinnen haben im Rennen um das Herz eines Windsors immer die Nase vorn. Camilla liebte Pferde und ging regelmäßig auf die Jagd. Fergie war Tochter eines Polo-Managers. Und auch Sophie von Wessex' Interesse an Pferden verband sie mit der königlichen Familie. Ein kleiner Royal, der nicht reiten lernt, wäre ähnlich undenkbar wie ein Kind des norwegischen Königshauses, das nicht Skifahren kann. Ich würde mir wünschen, dass auch Meghan sich für Pferderennen, fürs Reiten und die Zucht von Rennpferden interessieren kann, dass sie eine echte Begeisterung dafür entwickelt. Ich glaube, Meghan muss eine Leidenschaft dafür entwickeln, auch wenn sie Pferde überhaupt nicht mag. Zu einem royalen Fest gehören eben auch Pferde und Kutschen, die das Wappen und die Insignien der Queen tragen. Und geheiratet wird auch nicht irgendwo, sondern in einem Familienschloss oder einer geschichtsträchtigen Kapelle. Prinz Harry und Meghan Markle geben sich am 19. Mai 2018 im Familienschloss Windsor Castle das Jawort. Die St. Georgs-Kapelle ist eines der großen Kirchengebäude der Welt und das Zentrum der Monarchie. Passend für Harry und Meghan, die den Pomp wollten, ohne Prinz William und Kate zu kopieren. Thronfolger William heiratet in Westminster Abbey, der Krönungskirche der britischen Monarchen. Die Westminster Abbey ist eng mit der Lebensgeschichte der Queen verbunden, die hier geheiratet hat, wie auch ihre Eltern. Williams und Kates Hochzeit wurde zum Nationalfeiertag. Sie sind die Zukunft der Monarchie. Es war sehr feierlich, sehr glamourös, eskortiert von der berittenen Garde. Es gab alles, was zu einer Märchenhochzeit gehört. Der Auftritt auf dem Balkon und der Kuss. Und diese wunderbare Szene, als sie im Aston Martin von Prinz Charles die Mall hinunterfuhren. Eine andere Windsor-Hochzeit lässt die von William und Kate allerdings bescheiden aussehen. Es war die Hochzeit des Jahrhunderts und so wurde sie auch in St. Paul's mit einer Menge Gäste gefeiert. Eine schillernde Inszenierung. ...3.500 Gäste kommen aus aller Welt. Es war unglaublich üppig, wie ihr außergewöhnliches Hochzeitskleid von den Emanuels. Das sah aus wie ein Sahnebaiser, setzte aber Maßstäbe. Diana Francis, willst du diesen Mann zu deinem Ehemann nehmen? Willst du ihn lieben, trösten und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, solange ihr beide lebt? Ich will. Diana war wunderschön. Sie sah aus wie eine Figur auf der Spitze einer Torte und Prinz Charles in seiner Gala-Uniform wie aus dem Märchen. Die Hochzeit von Charles und Diana kostet mehr als 34 Millionen Euro. In einer Zeit, als über 2 Millionen Menschen in Großbritannien arbeitslos waren. Obwohl Sparzwang und Unfrieden im Land herrschten, schien eine große königliche Hochzeit wie Medizin zu wirken. Es war ein riesiger Propagandacoup für die Royals, die beste Werbung. Ein echtes Märchen. Und doch hat man schnell herausgefunden, dass unter dem Spitzentaft Unglück, Verrat und Misstrauen lauerten.
undercurrent of unhappiness and betrayal and mistrust. Das machte die ganze Sache sehr ergreifend. The whole thing completely gripping. Charles und Diana merkten schon, bevor sie zum Altar gingen, dass ihre Hochzeit ein Fehler war. Diana spürte früh, dass das Märchen eher ein Albtraum war. Sie wollte die Sache abblasen und lud ihre Schwestern zum Lunch in den Buckingham-Palast. Die machten ihr aber klar, dein Gesicht ziert bereits die Souvenirs. Es ist zu spät für einen Rückzieher. 24 Jahre später, als Charles und Camilla in Windsor heiraten, bekommt wieder eine Braut kalte Füße. Auch Camilla fürchtete sich und musste überredet werden. Niemand konnte einschätzen, wie die britische Öffentlichkeit reagiert. Werden sie faule Eier werfen? Wird überhaupt jemand kommen, um sie zu sehen? Nur weil sie beide geschieden waren, nahm die Königin nicht teil. Sie kam erst danach zur Einsegnung. Das war meiner Meinung nach eine große Enttäuschung für Charles. Aber dann wurde es doch ein fantastischer Tag. Nach dem Gottesdienst kamen sie auf die Stufen von St. George's Chapel und es brach Jubel los. Charles und Camilla heirateten mit dem Segen der anglikanischen Kirche. Das Publikum fühlte einfach, dass dieser Mann diese Frau schon viele Jahre lang liebte. Lasst sie glücklich werden. Harry und Meghan heiraten ebenfalls in Windsor. Aber es wird eine völlig andere Feier. Die königliche Familie übernimmt die Kosten von mehr als einer halben Million Euro. Meghan muss aber ihr Kleid selbst bezahlen, wie ihre Schwägerin Kate auch. Die Hochzeit wird ein Volksfest. Ganz anders als beim letzten Mal, als eine geschiedene Amerikanerin bei den Windsors einheiratet. Wallis Simpson und der Herzog von Windsor werden im französischen Exil getraut. Eine sehr traurige Angelegenheit. Sie fand im Chateau eines Nazi-Funktionärs namens Charles Bedeau statt. Nur 7 Engländer und niemand von Edwards Familie kamen. Dass seine Brüder nicht kommen durften, machte ihn sehr unglücklich. Er muss sich mit einem Freund als Trauzeugen begnügen. Dessen Frau spürte, dass Wallace nicht in Edward verliebt war. Sie meinte, dies sei eine notwendige, aber lieblose Hochzeit. Es war eine Heirat zwischen Ausgestoßenen. Jetzt sind wir Zeuge der Ehe einer anderen geschiedenen Amerikanerin mit Prinz Harry, die im Herzen der britischen Monarchie stattfindet. Windsor gibt der Dynastie ihren Namen. Welch ein Unterschied zwischen den 1930er und den 2010er Jahren. Alle Bräute der Windsors verkörpern Geschichte und Gesellschaft des Landes und symbolisieren den Wandel der Monarchie. Auch Harry und Meghan schlagen eine neue Seite auf. Da sind zwei junge Menschen, die sich ineinander verliebt und entschieden haben, ihr Leben miteinander zu verbringen. Was gibt's daran auszusetzen? Es ist ein glückliches Ereignis. Die Monarchie feiert und die Welt feiert mit am 19. Mai 2018. Für Meghan beginnt nun die Arbeit als Frau eines Prinzen der Windsors.